Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Ein fast schon gewohntes Bild im Sommer in Lübs. Kampfsportler trainieren im Freien, verschiedene Stile, verschiedene Nationalitäten, verbunden durch die Kunst des Jiu-Jitsu. Hans Höhn führt sein traditionelles Sommerlager schon zum 26. Mal durch. Diesmal sind auch Sportler aus Neustrelitz, Wittstock und St. Petersburg dabei. 20 Kinder verbringen so sportlich einen Teil ihrer Sommerferien und werden dabei auch gefordert. Man sieht ja bei vielen Sportarten immer, da tut nur der Chef vor oder der Trainer, und das ist ja auch wichtig. Ne? Aber wir übertragen auch schon relativ früh, mitunter an 10-jährigen Kindern und so, mal die Aufgabe, dass man eine halbe Stunde so eine Übung weiterleitet oder führt oder so. Ne? Und die sich untereinander dann eben auch respektieren müssen sozusagen. Ne? Der Schüler ist auch nicht größer oder älter wie ich oder so, und die müssen ihn trotzdem respektieren, und was der sagt oder vormacht, müssen die mitmachen. Ne? Lukas Oerter trainiert seit 6 Jahren Jiu-Jitsu. Der Sportler der SG-Einheit Wittstock bereitet sich auf seine erste Dan-Prüfung vor. Die wird ihm vom Moskauer Großmeister Tahir Nariman abgenommen. In dessen Spezialdisziplin Aidu, der Kunst des Schwertangriff, kommt es vor allem auf Präzision an. Also die größte Herausforderung ist wirklich, den Schnitt zu setzen, weil man muss einen bestimmten Winkel treffen, damit das Schwert überhaupt schneidet. Wenn man einfach, sag ich mal, waagerecht schneidet oder trifft das Objekt, dann schneidet es halt nicht. Und das Schwert wieder in die Saya, so heißt die Scheide auf Japanisch, richtig einzuführen. Präzision ist auch bei Nadine Krüger gefragt. Die Jiu-Jitsu-Schülerin hat in diesem Jahr in der Kata den ersten Platz der German Open erreicht. Das Besondere, Nadine treibt diesen Sport mit einer körperlichen Behinderung. Ein Behinderter wird genauso rücksichtslos mitunter angegriffen, ne, muss sich auch verteidigen können. Wobei uns eigentlich immer darum geht, dass man gerade als Behinderter auch lernt, durch diesen Sport sich besser zu bewegen. Ne. Viele Übungen oder Bewegungen oder so, die man sonst in der Physiotherapie vielleicht auch nur mal einmal die Woche hat oder wie auch immer, so haben sie die 2-mal eine Woche oder 3-mal eine Woche beim Sport noch und werden ganz normal hier mit den anderen Kindern zusammen integriert. Ne. Nadine war sozusagen eine Vorreiterin. Im kommenden Jahr wird eine Gruppe Sportler mit Handicap am Sommerlager teilnehmen. Und dann werden sie auch auf Koryphäen der Jiu-Jitsu-Szene treffen. Mit Juri Fjodorov, Vadim Petrosian und Alexander Smolov sind neben Tahir Nariman weitere hochdekorierte russische Kampfsport-Großmeister im Sommerlager dabei. Neben Hinweisen zu bestimmten Techniken können die Kinder vor allem eine Sache von den Senseis lernen. Ja, erstmal Disziplin und vor allem, dass man nicht auffällt mit dieser Kampfkunst. Dass man zum Beispiel, also wenn wir jetzt mit den Leuten unterwegs sind, ne, die halten uns alle für ganz Otto Normalverbraucher oder ich sag mal, manchmal halten mich auch bloß für Straßenpenner oder Nichtskönner oder nichts tue nicht oder wie auch immer. Und ich finde es schlimm, wenn man zu irgendwelchen Veranstaltungen kommt und dann manche meinen, die haben braunen oder schwarzen Gürtel oder so, ne, dann da hochlaufen, ich bin der Größte. Ne? Und ich weiß nicht, also das ist irgendwie so eine, ich bin so nicht erzogen worden mit dieser ganzen Kampfkunstgeschichte. Training ist wichtig, aber nicht alles bei Hans Höhn. Den Kindern wird immer ein spannendes Programm im Sommercamp geboten. Nach dem schweißtreibenden Training gibt es da im frisch gebauten Swimmingpool gerne mal eine Abkühlung und Einblick in eine andere Sportart, das Tauchen. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.